Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Wir haben letztes Mal besprochen, wie wir eine ziemlich einfache Schaltung mit dem GPIO-Chip vom Raspberry Pi bauen. Also dass wir einfach diese LED hier hinten zum Leuchten bringen, indem wir hier das schwarze Kabel, also unseren Ground, an den Ground vom Raspberry Pi anstecken und den roten an den 3,3 Volt. Ich habe jetzt hier das Layout praktischerweise ausgedruckt, leider nur schwarz-weiß, aber ich denke, es wird es tun. Das ist praktisch so, wie es hier liegt, ist es auch am Raspberry Pi. Also hier rechts oben wäre auch rechts oben da 3,3 Volt zum Beispiel. Ja, wir wollen jetzt heute eine etwas kompliziertere, unter Anführungszeichen, Schaltung bauen. Nämlich, dass wir mit unserem Raspberry Pi diese LED auf- und abdrehen können. Das ist praktisch auch eine Basisschaltung, die man gleich zu Beginn bauen sollte. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also zuerst mal gibt es, wie man hier sieht, vielleicht habt ihr es schon gesehen, keine Nummer 1 und auch gab einige andere Nummern nicht. Das Nummerierungssystem ist etwas komisch, sage ich jetzt mal. Es gibt drei, vier verschiedene Nummerierungssysteme praktisch, die so im Umlauf sind. Eins ist von Byron Pi. Das ist praktisch das, was wir innerhalb des Programms verwenden werden, was wir letztes Mal installiert haben. Das nächste ist die GPIO, also die, was hier stehen, GPIO 2 zum Beispiel, GPIO 3 und so weiter. Und die physische Nummer praktisch, das ist dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Und dann gibt es noch den Namen, der ist aber relativ unwichtig, der ist nur damit wir es besser lesen können praktisch. Ja, das bedeutet, wir müssen praktisch das ein bisschen übersetzen. Aber mehr dazu zeige ich euch dann später noch, wenn wir das Programm bedienen praktisch. Ich werde jetzt einfach mal hier mein Breadboard hernehmen mit dem schon gesteckten Schaltkreis, also hier ist wieder der Widerstand und die LED, so wie beim letzten Mal. Und wenn ich das Kabel erwische, ist mit der Kamera nicht so einfach, werde ich das mal auf den Ground stecken ohne einen Kurzschluss. Jawohl. Und jetzt wird es spannend, jetzt müssen wir nämlich den GPIO-Pin 1 suchen. Wir wissen natürlich noch nicht, welcher das ist, ohne dass wir ins Programm praktisch schauen, aber ich nehme jetzt mal vorweg, dass wir das einfach in den Pin Nummer 17 hineinstecken. Das wäre dieser hier. Also praktisch 1, 2, 3, 4, 5 weg vom Rand. Das ist der da. So. Und jetzt sehen wir, dass genau nichts passiert. Aber wenn wir ein einfaches Kommando ausführen auf dem Raspberry Pi, dann beginnt diese LED jetzt zu leuchten. Mit einem anderen Kommando dreht sie sich wieder ab. Ja, das war eigentlich schon ziemlich einfach, aber was wir jetzt auf dem Raspberry Pi dafür machen müssen, das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder. Jetzt über Putty praktisch auf unserem Raspberry Pi. Und ich werde euch jetzt zeigen, was man für Kommandos ausführen muss, damit dieser Prozess, den wir gerade gesehen haben, auch so funktioniert, wie er funktioniert. Also als allererstes müsst ihr mal sicherstellen, dass ihr die GPIO-Library installiert habt. Wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr euch das Video davor, also vor diesem Video anschauen, in der Serie. Da habe ich das erklärt, wie man das installiert. Und ja, wenn ihr das dann installiert habt, das könnt ihr einfach überprüfen, indem ihr eingibt GPIO, dann sollte dieses Usage Fenster mehr oder weniger kommen, diese Ausgabe. Und das erste Kommando, das wir betätigen werden, ist GPIO read all. Ja, da sehen wir jetzt eine Liste praktisch von GPIO Pins, die auf unserem System sind. Hier sehen wir, was ich vorher aufgezählt habe, die verschiedenen Nummerierungssysteme. Deswegen sieht man auch hier eigentlich gleich, dass der GPIO Pin 17 zum Beispiel mit unserem Wiring Pi Pin Nummer 0, also wir beginnen bei 0 zum Zählen,
übereinstimmt, mehr oder weniger, und der physische Pin Nummer 11 ist das. Sieht man auch auf der Grafik. Ja, per Default sind alle von diesen Modes, also fast alle außer die zwei, auf In. Ich habe den schon einmal auf Out gestellt. Und das ist auch das erste ganz Wichtige, was man machen muss. Das habe ich schon ziemlich oft gehabt, dass dann die nichts funktioniert hat und man weiß dann aber nicht wieso. Und das ist, weil alle GPIO-Ports standardmäßig auf dem Modus In sind. Das bedeutet, dass ein Strom gelesen wird. Also GPIO-Pins sind nicht fix ein oder aus, also Eingabe oder Ausgabe, sondern die können umgestellt werden mit dieser GPIO-Library. Und ja, wenn man es eben auf Out gestellt hat, dann gibt es einen Strom ab, mehr oder weniger. Und wenn man es auf In gestellt hat, dann kann man diesen Status ablesen. Hier auf, also da steht dann Value, Low oder High. Wenn man jetzt hier am GPIO 1 einen Strom anlegen würde, also ich glaube 3,3 Volt oder irgendeine Schwellspannung praktisch, dann würde das hier auf High gesetzt werden. Das heißt, damit kann man praktisch Strom lesen. Wir wollen aber, wie gesagt, den Modus Out, also das ist nicht standardmäßig aktiviert. Das muss man mit dem Kommando GPIO Mode, dann die PIN-Nummer, das ist diese, also wir müssen immer die Wiring Pi Nummer benutzen im Wiring Pi, das heißt, wir verwenden hier 0 und den Modus dahinter, was wir möchten, einfach entweder in oder out. Wir schreiben in diesem Fall out, wenn wir es auf out haben möchten. Gut, wenn wir dann nochmal read all ausführen, dann sehen wir, hier hat sich bei mir nichts geändert, aber bei euch sollte vorher da in gestanden sein und jetzt sollte da out stehen. Beim GPIO 0. Ja, die Values sollten die meisten low sein, bis auf die paar high. Wenn nicht, also wenn eins von diesen Values high ist, dann gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Kurzschluss, das wäre nicht so gut. Oder ihr habt vorher schon ein bisschen damit herumgespielt, dann ist das natürlich logisch. Ja, die zwei wichtigsten Befehle eigentlich in der GPIO-Library sind, oder drei eigentlich, sind GPIO-Write, GPIO-Mode und GPIO-Read, beziehungsweise Read-All. Die werde ich jetzt im Detail praktisch erklären, also GPIO-Read-All sollte, glaube ich, klar sein. Es gibt einfach eine Tabelle aus mit allen Pins, die momentan mehr oder weniger initialisiert sind. Mode habe ich auch schon erklärt, setzt den Modus eines Pins, ist aber auch fast selbsterklärend. Wichtig ist nur, dass man immer die Wiring Pi Pins verwenden muss, die Pin-Nummern. Wenn man es zum Beispiel schreiben würde, GPIO Mode 17 out, dann würde er nicht diesen GPIO 17 setzen, sondern den GPIO 28, weil das die Wiring Pi Nummer 17 ist. Das ist ziemlich verwirrend, ich habe auch eine Zeit gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, und da gibt es auch nicht wirklich viel Dokumentation drüber im Internet über das. Da muss man ein bisschen herum probieren praktisch. Ja, der nächste Befehl, was ich noch gesagt habe, das wichtig ist, ist GPIO Read. Sollte auch fast selbsterklärend sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel GPIO Read und dann eine Portnummer, also zum Beispiel 0, dann würde hier 0 zurückkommen. Also es kommt ein numerischer Wert, also entweder 0 oder 1 zurück, damit wir das mit Programmen auslesen können. Wir werden dann später Skripte schreiben, die das Read-Kommando verwenden, und wenn die Ausgabe 0 ist, dann das machen, und wenn die Ausgabe 1 ist, dann das machen. Das erleichtert einfach die Verwendung im Programm praktisch. Ja, eigentlich war es das im Großen und Ganzen mit den GPIO-Commands. Nein, das war es noch nicht, weil ich habe Write noch nicht erklärt. Das Wichtigste von allen ist aber auch eigentlich wieder selbst erklären, wenn man weiß, dass es es gibt. Also das Kommando ist einfach GPIO, write, dann eine Portnummer, in unserem Fall zum Beispiel 0, und dann hinten 1 oder 0. Ich will jetzt zum Beispiel 1 schreiben, und wenn die Schaltung noch immer angesteckt ist am Raspberry Pi, dann sollte jetzt die LED leuchten. Was sie in meinem Fall tut, aber das seht ihr nicht, weil, ja. Wenn ich dann wieder GPIO, write, 0 und 0 mache, dann ist das Ganze wieder aus. Also dann wird dieser Port wieder auf 0 gesetzt. Man kann auch hier sehen, wenn man das auf 1 setzt mit Write und dann Read All ausführt, dann sieht man hier, dass
die Value of High statt auf Low ist. Und wenn man das Read macht, was wir vorher gemacht haben, dann kommt dann eine 1 zurück statt einer 0. Ja, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Es ist eigentlich nicht mal so schwer im Grunde genommen. Man kann die ganzen Kommandos auch nachlesen, wenn man GPIO-H eingibt, sieht man, oder einfach nur GPIO eigentlich, dann sieht man alle Kommandos, was es so gibt mit den Parametern, was man dazu braucht. Hier das read-write zum Beispiel oder read-all, solche Dinge. Dann gibt es noch Pulsweitenmodulation und einige andere Sachen. Das kann ziemlich viel, das ist der Raspberry Pi. Werden wir uns alles noch anschauen. Und ja, das nächste Mal werden wir, denke ich, schon ein kleines Skript schreiben in einigen Programmiersprachen.